Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde des Kammerstreichorchesters Mühlhausen, Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wir grüßen Sie aus der wunderbaren Rathaushalle Mühlhausen. Danke, dass Sie unser Konzert online besuchen. Unser besonderer Dank gilt dem Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen, den Mitarbeitern des Kulturamtes und allen anderen Unterstützern, die dazu beigetragen haben, dieses Konzert zu ermöglichen. Da Sie heute keine Programme zur Verfügung haben, werden wir Sie mit kurzen Ansagen durch das Programm begleiten. Wir spielen kein spezielles Adventsprogramm, sondern vorwiegend heitere Musik aus verschiedenen Epochen. Musikalisch begrüßen werden wir Sie mit einem Choral aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, Wie soll ich dich empfangen? Wir wünschen Ihnen eine schöne und abwechslungsreiche Konzertstunde. Thank you.
Während im England des 18. Jahrhunderts die Musik von Georg Friedrich Händel quasi der Trend war, versuchte der Komponist, dessen Stück wir jetzt spielen, William Boys, sich stilistisch abzugrenzen und seinen eigenen Stil weiterzuführen. Viele Teile seines Werkes sind heute verschollen, deswegen wissen wir auch nicht genau, aus welchem Jahr das jetzige Stück stammt. Wir spielen für Sie ein Concerto Grosso in E-Moll. Thank you.
in seinem langen Leben. Er wurde immerhin 96 Jahre alt, arbeitete Norman Lydon, dessen Stück wir als nächstes spielen, mit vielen bekannten Personen aus der Musikwelt zusammen, unter anderem mit Glenn Miller, und er arrangierte auch Stücke für Menschen wie Frank Sinatra. Er komponierte selber für Film und Fernsehen und unter anderem auch eine kleine hübsche Serenade für Streicher, die wir nun spielen.
Leslie Searle kam als Saxophonist nach Deutschland, wo er den größten Teil seines Lebens gearbeitet hat und auch immer noch arbeitet. Er schuf viele Werke, die vor allen Dingen pädagogisch motiviert sind, hat viele Schüler, die er auch immer noch betreut. Er ist Jahrgang 1937 und wir spielen von ihm nun einen Ragtime aus einer Ragtime-Suite für Streichorchester. Leroy Anderson, ein US-amerikanischer Komponist, wurde vor allen Dingen für seine sehr humoristischen Miniaturen, also kleine kurze Stücke für Orchester bekannt. Wir spielen von ihm das Stück Plink Plank Plank, ein reines Pizzicato-Stück. Thank you.
zur Einstimmung auf die anstehende Weihnachtszeit spielen wir nun den Choral »Wir sagen euch an den lieben Advent«. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir verabschieden uns von Ihnen mit einem adventlichen Choral, der jedem bekannt sein dürfte, macht hoch die Tür, und wünschen allen eine frohe Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund. Mein persönlicher Dank gilt euch, Musikerinnen. Es bereitet mir große Freude, mit euch zu proben und mit euch immer wieder neue Konzertprogramme einzustudieren und zu gestalten. Und das auch in einer momentan ganz besonderen Situation. Herzlichen Dank und weiter so.